So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oddworld Apes Exodus. Okay, wir befinden uns bei General Trippic. Und es wird Zeit, aus den Sneak-Baracken abzuhauen. Das können wir natürlich nur machen, nachdem wir Trippic übernommen haben und mit dem das Tor geöffnet haben. Beziehungsweise diesen Stromzahn weggemacht haben. Und natürlich ist hier alles voll mit Sneaks. Okay, müssen wir uns beeilen, nicht schleichen oder so, weil der wird jetzt nicht gleich Hosen anziehen. Und dann wären wir ziemlich am Arsch gewesen. Wir haben Glück, dass die Sneaks auf keinen Fall nach oben gucken können. Hey, ich bin aber stehen geblieben und er schießt sofort. Das finde ich nicht nett von ihm. Das kann er mir sagen, was er will. Ich finde das ziemlich übertrieben, seine Reaktion. Wisst ihr, ich habe nur ein bisschen gerollt und er schießt sofort. Das macht man noch nicht, wenn ich als Gentleman. Das roll ich jetzt nur eins. Ach, und das sieht er nicht, wenn er schon umgedreht war. Und das für eine Blinse. Ich bin nicht da, Junge. Ich bin nicht da. Dreh ich einfach um und lass mich in Ruhe. Tschüss. Oh, okay. Nee, ihr wollt euch keine Hosen anziehen, glaubt mir. Habt ihr gar nicht nötig. Ihr seht doch so ziemlich hübsch aus. Dich mag ich nicht, das sag ich dir jetzt schon. Wann dreht er sich um? Okay. Junge, das war jetzt auch mal knapp. Aber es hat funktioniert. Wenn ich die Fressen schon sehe von den Viechern, ne? Hier oben ist General Trippic. Und einigermaßen bewacht von zwei Greetern, die uns grillen. Wenn wir, also wenn sie uns sehen, mit ihren Sensoren, die zögern da nicht lange. Okay, wir müssen in den Brunnen, da sind wir sicher vor denen und können Trippic in Ruhe übernehmen. Genau. So, das Teil aufmachen und jetzt ist er fällig. Und wie auch mit General Flag und später auch Vizepräsident Eslick, ja genau, dürfen wir ihn nicht töten. Das Gute hieran ist, hier gibt es nicht irgendwie so ein schwieriges Zeug mit Slokes und sowas. Das ist an sich, finde ich, einfacher als das andere in den Bone Rocks. Das sind die kompletten Sneak-Barracks, aber schwieriger. Na gut, so kann ich mal demonstrieren, wie es aussieht, wenn Abe an Gas erstickt. Das ist nämlich durchaus amüsant, weil ich mag es, wenn Leute leidend sterben, weil ich so ein Masochist bin. Scheint ziemlich giftiges Gas zu sein, ne? Ziemlich wirksam. Gegen die Küter natürlich nicht, weil es nur Maschinen sind, aber gegen Abe schon ein kleines bisschen. Durchaus. Okay, also stellen wir uns halt hier hin. Hui, hui, hui. So, die Sneaks tun uns natürlich nichts an, weil wir, naja, ihr Vorgesetzter sind an sich. Wir sind unsere kleinen Haustierchen hier. Wenn es übrigens ist, die Sneaks nichts antun, aber Slokes würden nicht zögern, einen Klacken zu töten. So, hier müssen wir jetzt Folgendes machen. So, brauchen wir hier einen Sneak, der die Minen wegmacht und den Hebel betätigt. Das heißt, wir rufen um Hilfe. Sagen zu ihm. Nee, nicht das. Ach, du Idiot. Komm her. Und da beginnt Selbstmord. Das machen wir jetzt mit dem nächsten auch. Wir müssen aufpassen, bei den nächsten beiden müssen wir abhauen. Ich glaube, nee, noch nicht bei den nächsten beiden, auch bei dem vorletzten. Beim letzten meine ich. Und? Genau, jetzt beim nächsten müssen wir abhauen, weil ansonsten die Explosion reicht jetzt bis hinter die Tür, denke ich. Kabum. Na, dir bist du denn gereicht, auf alle Fälle. So, und der muss jetzt herkommen. Und muss die Tür aufmachen. So, kommen Sie mal mit, mein Bester. So, hier hin. Und drücken. Hui. Security Phone. Wieso schreiben die Phone mit F? Kann man das machen? Ich nehme es mal an. Und damit hat man es geschafft. Wir haben die Sneak-Baracken so gut wie durch. Yay. Wieso vergisst er immer seinen Namen? Und das war's mit den guten Herren Trippic. Wir brauchen ihn nicht mehr. Aus irgendeinem Grund geht der Alarm jetzt nicht an. Es macht keinen Sinn, ich weiß, aber es ist halt so. So, jetzt müssen wir nur an diesem komischen Küster vorbeischleichen da unten. Na, so funktioniert das auf alle Fälle nicht. Abe, würdest du bitte? Danke. Und tschüss. Ah, herrlich. Es gibt noch ein paar Mutaken zu retten, 8 Stück. Und dann sollten wir alle hier haben. Hoffe ich doch.
Ihr seid doch hoffentlich alle gut drauf, oder? Nein, ich rette euch immer. Ja, oi. Ich mag euch. Kommt mal her. Jetzt gehen wir schön zum Ausgang. Und weg mit euch. Damit haben wir 192 Mutagens gerettet. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Und unser nächster Haltepunkt in der Rosenwelt von Oddworld sind die FECO-Vorstandsbüros. Das FECO-Depot ist somit das hier, ne? Dieser Bahnhof an sich. Und da müssen wir jetzt hin, denn wir haben das Boneworks und die Sneak-Baracken abgeklappert. Und genau nicht zum Executive Office. Oder halt Vorstandsbüro, so heißt es im Deutschen. Wie ihr seht. Wir gucken, was hier schön im Fernsehen kommt. Ach, mein guter Freund. Der Golfspielende Sneak. My fellow employees. Uncle Aslick's been taking good care of you, right? I love all of you like you was my own, right? But if we don't catch this Abe guy, it's the broom vats for all of you! Now, what are you waiting for? Get back to work! Ziemlich freundlich. Message brought to you by Sultan Brew. Our spew is your brew. Was soll ich sagen, ihr stinkenden Sklaven? Ich meine natürlich meine lieben Mitarbeiter. Das ist so einer. Nee. Ja, um den kümmern wir uns jetzt. Das ist nämlich der dritte im Bunde. Ich weiß gar nicht, wie das Vorstandsbüro aufgebaut war. Ah, das war das. Okay. Das war komisch. Ja, ich ignoriere dich jetzt einfach mal gekonnt und gehe einfach hier rein. Immer diese aggressiven Sleeks, alle schießwütig. Furchtbar, kein nettes Personal hier. Lauf, lauf, lauf! Uiuiuiui, das war mal knapp. Wie sie alle sagen, wait, aber nichts machen. Die sind schön langsam und heute hat man nämlich keine Chance gegen zwei. Und jetzt ist es lustig, denn wenn wir das jetzt drücken... Bang! Fliegen diese ganzen Teile runter. Baggage Claim. Was auch immer Baggage ist. Ich glaube, das hieß irgendwie deutsch irgendwas mit Gepäckannahme oder so. Ist Baggage... Gepäck? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Ich denke... mache ich denn das jetzt hier? Nö, so nicht. Okay, ich sag's mir so, ich habe ihn mit in den Tod genommen. Ist allerdings jetzt nicht so gut gewesen, weil eigentlich wollte ich ja jetzt nicht sterben. Aber gut, kann auch meinen Besten passieren. Ich mag diesen Sneak da nicht. Ich habe gute Gründe dafür, wie eben zu sehen war. Abe, würdest du bitte da reingehen? Alter. Ja genau, spring erstmal von die Wand. Warum auch nicht. Und schon. So, und jetzt können wir nämlich einfach... Nee, Abe, was machst du? So viel Zeit haben wir auch nicht. Oh mein Gott, er wird schon wieder hell. Nö. Hier gibt es keine Sneaks. Okay. Puh. Alter Verwalter. Knappe Sachen hier. Und da sind wir auch schon beim guten alten General. General. Na, bei dem hier. Vizepräsident Aslick. Aslick. Hört sich an wie Arschleck. Vizepräsident Aslick. Ja, aber wirklich. Okay. Der gefällt mir nicht hier. Der rechts von mir. Der dreht sich so schnell um. Kriegt ja auch nicht mit, wenn wir die Tür da öffnen. Interessiert den nicht sonderlich. Und den zieht unten jetzt auch nicht auf, dass die Tür plötzlich auf ist und er weitergehen kann. Was sind denn das eigentlich für inkompetente Vollidioten? Hoch. Ja, wie mache ich das jetzt? Das war irgendwie kacke. Ich muss jetzt hier springen und den Hebel drücken. Und das war ein Fehl zu weit. Ich bin so gut. Nicht. Verdammt. Drück. Puh. Ihr könnt schießen, wie ihr wollt. Ihr könnt da nicht durchschießen. Hallo, mein Bester. Na, was geht ab? Dich werde ich jetzt schön übernehmen. Ich finde auch sein Quartier ziemlich gemütlich. Was auch immer das sein soll. Diese Fliesen und so sieht einfach nur... nicht gemütlich aus.
Teleportiere mich schon weg. So, jetzt brauche ich Hilfe. Darf ich fragen, ob wir gleich zwei kommen? Komm mal her, hier. So, mein Bester. Hä? Nee. Er hat einfach alle umgebracht. Verräter Sneak. So. Der da oben stoppt mich sowieso nicht. Und weg hier. Meine Güte, wir sind schon ziemlich nah an der Zornstorm-Brauerei dran. Jetzt geht der Druckzug hier das Vorstandsbüro. Gibt's doch keine Mutaken zu retten. Waren sie ein bisschen faul. Tja, ich wäre auch ziemlich aufgeregt, ne? Wenn ich dann platzen würde, ist schon kacke. Okay, dadurch wird der Alarm natürlich auch nicht ausgelöst und wir können uns fortschleichen. Die Sleeks sollten auch komplett verschwunden sein, glaube ich. Genau. Ansonsten wäre es ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Oh, aber da muss ich noch oben lang. Nee, muss nicht. Ich muss durch die Tür. Ich kam von oben. Genau. Hier muss ich hin. Und jetzt ab in das Ding. Gibt es jetzt noch ein paar Mutagens vielleicht? So? So als Belohnung? Ich denke nicht. Ja, genau. Erstmal schön nach vorne laufen, ey. Oh, ja, 10 Stück. Da haben wir 202. Wie schon gesagt, es gibt irgendwie an die 90 Stück in der Zornstorm-Brauerei. Auf alle Fälle gibt es noch ein Secret und es gibt noch ein paar Gleise, bis wir da hinkommen. Aber darum werden wir uns im nächsten Part kümmern. Denn ich würde sagen, das reicht ja jetzt. Wir haben viel geschafft. 2 Klackens eliminiert in einem Part. Geht ruckzuck, nicht? Gut, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, Robi von den Ginger Dolphins. Bis zum nächsten Mal und ciao, meine Guten.